Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Edles Vibe mit dem Axel zusammen. Hallo. So, wir sind wieder unterwegs heute, meine Lieben, und zwar bei Kuxland Agrarvideos, Farmvlog 203 mittlerweile schon. Meine Freundin versenkt meinen Trecker im Moor. Oha. Interessant, würde ich sagen. Also der Kuxland ist ja sowieso so ein super sympathischer Typ. Und ich würde sagen, wir starten aber auch direkt mal rein in das Video, denn wir haben 23 Minuten voller Unterhaltung hoffentlich vor uns. Schaut gerne beim Lieben vorbei. Links in der Videobeschreibung. Ja, könnt ihr direkt reinhasseln. So. Das wird interessant werden, wenn aber Freundin den Trecker versenkt. Kennst du die Freundin von Kuxland Agrar? Persönlich nicht. Ich, das ist, ja, das ist schon klar, aber, da ist er wieder hier. Warte, wir machen mal groß. Ich bin, wie man so ein bisschen an dem schönen Gras- und Birkenbestand hinter mir sehen kann, im Moor, weil ich hier so ein bisschen den Lohn für die Jäger ausmähen soll. Ich bin gerade mit dem hier und bin gerade so ein bisschen Notlage. Ich hasse Gröppen, habe ich das schon mal gesagt. Hier ist so eine Matte drauf, da siehst du nicht, dass hier eine Gruppe war. Auf einmal ging der ja nur vorne weg und dann hängt er hier jetzt. Ja, mit Allrad wäre ich noch rausgekommen, aber groß nichts zu machen. 6.11 hatten wir zum Glück gerade auch noch hier. Jetzt schleppen wir den hier nochmal eben schnell raus. Ja. Ach du heilige Kacke. Passiert. Oh. Geil ist nichts, sonst hänge ich da gleich den 6.11er vor dem Mähwerk. Das geht vielleicht besser. Oh, mal in Bergen. Heilige Fresse. Ja, das scheint doch, naja, gut, Moor, ne? Das geht natürlich schnell. Ja. Ja, der Kurz, ich lege mich hier gleich auf die Seite. Aber guck, das ging ja flott. Ist das da vorne seine Perle? Manometer! Also, so tief an den Rand, so weit an den Rand brauche ich nicht. Hier ist die Gruppe tief. Kurva. Kurva? Man sieht ja aber am besten Grasbestand hier. Nur Bensen und Scheiß. Also, die wollen uns eigentlich nur gemäht haben, weil da ist ein Hochsitz. Und die sagen, wenn hier mal ein Stück schießt, dann sieht man das so schlecht, dann kann man das so schlecht hier wegräumen und so. Deswegen soll das einmal im Jahr immer nur kurz hier. Okay, also das heißt einmal im Jahr drüber ackern, abmähen, fertig. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, mich wundert das gerade so ein bisschen, dass ich hier fahren kann. Das hat die letzten Tage noch wieder ziemlich geregnet und das ist hier auch ja tiefstes Moor. Aber warum mäht er denn nicht mit dem 6.11er oder was war das? Naja, vielleicht hat er gedacht, gut, mein Gott, ist nicht viel, wisst ihr, also reicht zu klein aus. Na gut, ja. Gerade in eine Gruppe fahren. Ja, Gruppe 2.0. Also hier was ist denn dieses Gruppe? Ich glaube, das heißt frei übersetzt vielleicht so wie nasser Boden versenkt. Weißt du, also würde ich jetzt frei übersetzen. Wer es kennt von den Zuschauern, gerne mal in die Kommentare. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, ohne Witz. Also können wir nichts mit anfangen gerade. Eine Gruppe lang, das wusste ich. Deswegen habe ich da auch schon einmal lang gemäht und dann wollte ich eigentlich von der anderen Seite. Ich habe noch beim Umdrehen gedacht, mähst du noch einmal scharf dran lang, dann kommst du von der anderen Seite besser ran. Die ersten Meter gingen das auch gut. Nur hier bin ich dann reingerutscht, weil da keine hydraulische Lenkung ist. Da ist er so abgehauen. Dann wollten wir ihn mit dem 6.11er rausziehen. Ich habe meine Freundin ihm hergewunken, die war hier noch. Oh nee. Und dann wollte sie jetzt hier lang fahren. Ich sagte, du musst zur anderen Seite und dann, ja, konnte sie auch nicht wissen. Sie war halt noch nicht hier im Moor und so. Ich wusste auch nicht, wo die Gruppen laufen. Und einmal quer durch die Gruppe und dann ja, ist natürlich Vorderachse gleich weg. Und dann lag die Kiste hier drin. Mmh. Rückwärts, aber der liegt natürlich auch schön auf. Ja, der liegt schön drin. Liegt Kopf-N. Ja. Au. Ist halt Moor, ne? Das Thema hatten wir ja schon mal. Das hat sich erledigt. Klar, ist jetzt im Moment nass. Erstens ist es hier in der Gruppe natürlich nass, aber hier kannst du einigermaßen fahren. Klar, es hat jetzt ziemlich geregnet, aber die Jäger meinten, das ja, soll in 10 Tagen ab. Deswegen haben wir auch extra den kleinen Träger genommen. Man sieht ja, hier ist ja nichts los mit dem kleinen Träger. Da kann es gut fahren. Nur die große Kiste, das ist natürlich. Eieieiei. Wenn zwei breite Reifen drauf waren vorne, dann müssen auf jeden Fall die anderen noch rein. Und wie gesagt, hier ist die Gruppe, hier steht Wasser. Das sieht man nur so schlecht, weil das hier auch so hoch ist. Ja, der sitzt jetzt vorne in. Der wäre fast noch rausgekommen, aber das ist. Ja, dann schiebt das vorne weiter und dann. Ja, baust sich öffnen, ist ganz klar. Ah, der Achse einmal liegt, ne? Ja. Der kommt gleich. Immer öfter sitzt der Morse. Definitiv. Kommt ihm her und ich hoffe, er schafft es, mich zu bergen. Ansonsten muss ich gleich noch irgendwie, weiß ich auch nicht, Rettungshelikopter oder so anrufen, dass sie mich nach oben hin rausheben. Mal gucken. Aber er nimmt sich Humor. Ich will hoffen, dass wir den. Ja, na klar, was bleibt da? Da gleich rauskriegen. Wie gesagt, ich habe jetzt keinen Bock hier noch irgendwie mit. Jetzt kommt der nächste. Mit Seilwinde anzufangen oder mit Bagger und auskühlen und so, ey, nee. Ja, mal eben nach Feierabend, eben. Den Scheiß hier abmähen, jo. Ah, ja. Kacke, was, ey. Ja.
Ich bin gespannt. Aber fix nach Feierabend, denn da wird es hoffentlich nicht gleich der nächste. Ganze Armee schon gleich hier. Guck mal, was der Bergepanzer kann. Hat gleich ordentlich Seile mit dir. Moin Jungs. Na, hoffentlich denn nicht der nächste, der dich festfährt. Ah, glaub's nicht, oder? Man weiß es nicht, ne? Und auf geht's. Ja, entspannt. Ja, du kommst gut raus. Aber schöner Allrad, ne? Der 611er ist natürlich echt ein geiler Drecker. Auf jeden Fall, hier, guck, geht dir doch Alter, die Schmiere rein. Alter, ja, da kannst du vergessen, wie bist du da rauskommen. Guck dir die Schmiere rein. Da siehst du richtig, wie nass das da drin ist, ne? Naja, da ist nichts mehr. An den Reifen siehst du richtig, wie fuchte das da unten drin ist. Heftig. Ja. Oh, jetzt wird gemäht. Jetzt geht's wieder, okay. Herrlich. Aber an sich, ja, funktioniert das richtig gut. Okay. Qualitätsbinsenernte. Qualitätsbinsenernte. Draußen ist die Möhre schon mal wieder. Ja, meinetwegen, wer haten will, kann auch haten. Das schreibe ich auf meinen Hut. ja, dafür, wie gesagt, ist der kleine Trecker eigentlich nicht schlecht. Eine relativ breite Bereifung, leicht, der kann es auch hier gut fahren. Besten Dank, Niklas. Wir trinken jetzt einfach noch ein Bier da drauf. Aber ehrlich? Ich warte jetzt erstmal noch ein bisschen bis morgen oder übermorgen, dass er noch ein bisschen abtrocknet hier. Und dann, geht das hier weiter. Ja, man sieht nochmal reinstes Moor hier. Ja, das haben wir eben auch schon mal, auch nochmal eben gesagt. Das ist natürlich jetzt doppelt schlecht mit dem Trecker im Moor. Erstmal, oder dreifach schlecht. Erstmal ist er ziemlich schwer. Vorne noch schmale Puschen drauf und dann den Frontlader noch. Dann hat der vorne auf der Vorderachse natürlich ziemlich trocken. Der geht dann natürlich so weg. Sind aber auch Wege, hä? Ja, ohne Witz. Wieder raus. Geil war's. Nee, Inge wie Sau, Junge. Ja. So, jetzt nochmal die letzten Schäden von gestern beseitigen. Mal eben fällen, die ganze Scheiße, die hier noch dran klebt. Das muss er nicht sein. Sonst schmiegle nochmal eben wieder die Vorderachse ab, dass der erstmal wieder eben schier ist. Genau. Da muss ich mal gucken. Ich denke mal, dass ich dann nachher weiter mit dem ganz schön, das ist ein wirklich schönes Anwesen, finde ich. Weißt du das? Ja, das sieht wenn das gut aus. Da hinten noch das Wohnhaus dazu Fall. Ist. Wir haben 23, 24 Grad. Schlecht. Schön Sonne. Bin ländlich, schön idyllisch, schön so, ne? Aber wie gesagt, das Fahren ging ja einigermaßen. Oh, der Olo-Reiniger. Das Fahren ging ja einigermaßen. Wenn man nicht gerade in eine Gruppe kommt, dann geht das da auch mit einem kleinen Trecker. Das ist nicht das Problem. Ja. So, ich wasche die mal eben flott über. Jetzt haben wir ja die Freundin halt, haben wir ja gar nicht gesehen jetzt. Wir wollen die da auch mal kennenlernen. Weiter im Text. Vielleicht kommt sie noch ins Bild. Weiß. So, jetzt wird erstmal sauber gemacht hier. Ja. Jetzt wird erstmal sauber gemacht. Ah, er wird erstmal schön. Schönen roten Felgen. Der Schmodder ist weg. Ja, da holst du gut Schmodder runter. Ja. Ja gut, er macht es auch gut mit dem Kärchern, ne? Es ist schön, weil Kärchern ist nicht gleich Kärchern. Wenn die da die Lanze falsch... Jetzt bin ich ja... Also jetzt wird's ja wieder... Jetzt wird's wieder richtig wild bei Excel. Pass auf. Kärchern ist nicht Kärchern. Jetzt erzähl uns ja, wie du die Lanze halten musst. Pass auf. So, pass auf, es geht darum. Genau, das habe ich früher gelernt, wo wir die Misthänger abgekärchert haben. Es gibt einen bestimmten Winkel, wie du den Kärcher halten musst, damit dir an Ecken... Und Kanten, wo sich das Wasser sammeln kann und dir entgegengefleuscht kommt mit sämtlichen Mist und Schmodder, da gibt es Tricks und Kniffe, wie man sich am besten stellt und wie man dann am besten auch kärschert. Ne? Deswegen, kärschern ist nicht gleich kärschern, Tino und Zuschauer. Das muss man echt, das lernt man dann. Und wir waren, wann war das denn, vorgestern oder so, dabei nochmal eben die kleinen Rundballen hier alle wegzustapeln. Und das sind die 80 cm Ballen. Ist so. Ich hätte fast ein Level bei Candy Crush geschafft. Freundlicherweise von Frank. Wenn du das hier erklärt hast. Den Weidemann ausleihen dürfen. Nee, hab ich nicht mal. Und dann haben wir die hier eben mit reingesetzt. Die guten Heuballen. Ich hatte irgendeine Scheißfliege. Ich hatte irgendwas gestochen, Alter. Ich hab hier einfach auch Latschen. Ich hab schon Fahrradbremse gebissen. Gut liegen. Das müssten jetzt noch um die... Nee. Wie kommt das denn hin? 25 habe ich schon weggebracht. Irgendwie um die 65. Wir können froh sein, dass wir im Wald, zu dem Zeitpunkt, wo 70? Wir waren, im Wald waren, sag ich irgendwie dir. So, glaube ich. Ich glaube, 70 Stück müssen das. Ich war gestern noch mal. Circa sein. Die liegen noch was Kleines aufgenommen habe. Nachträglich. Auf der anderen Seite. Ja. Also hier vorne. Also ich stande 10 Sekunden auf einer Stelle, hatte ich ungefähr 30 Mücken auf dem Wanz. So ein ganz paar. Kein Scheiß. Richtig krank. Durch dieses feuchte Wetter.
Und ich bin hier, ich sehe hier gerade, ich habe hier einen Flatschen neben dem anderen, Alter. Babykatze. Und ich gesehen, die ist ja gerade unterweg. Hat man Glück. Die sind aus dem letzten Jahr, die sind aber auch schon alle verkauft. Die werden jetzt Ende November abgeholt. Dann ist das hier auch schon mal rein Tisch. Apropos Heuballen abgeholt wird, nachher kommt nämlich noch ein LKW, der holt noch Ballen ab. Und was kostet so ein Heuballen? Das sehen wir aber, denke ich, im nächsten Blog. Das ist variabel, es kommt auf dich drauf an, wie du anbietest. Ich glaube, das ist am besten. Dann kann ich das schon mal kurz als, wie nennt man das noch? Kann dir die aktuellen Palettenpreise nennen, als, ich komme gerade noch nicht um. Palettenpreise? Als Vorwegmeldung sage ich einfach mal eben, schon mal ankündigen. Paletten? Ja, ach so. Paletten. Oben liegen noch ein paar HD-Ballen, allerdings habe ich lange noch nicht genug. Einen muss ich jetzt noch mal mähen. Ich meine, Wetter ist jetzt einigermaßen dafür. Ich meine, die melden jetzt aber, glaube ich, in 4 Tagen schon wieder Regen an. Und unten der Untergrund ist sowieso noch nicht wieder trocken. Also Heu ist dieser echt extrem schwer. Ich habe ja noch ein paar Naturschutzflächen. Da steht das, das Gras echt schon so. Ist natürlich auch alten Stoff jetzt, aber runter muss das eigentlich. Ich meine, das ist sogar, dass man das abfahren muss. Also runtermulchen darf man, glaube ich, sogar gar nicht. Ja, da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Das ist natürlich auch so, der ist ja erst ab 1.7. mähen. Ja, vorher konnte ich das vielleicht schaffen. Was du aber alles achten mähen, musst, Alter. Nass und das ist bei uns genauso. Wir haben auch Naturflaschen, die haben mit der Nabu mit drin. Und ja, und da. Mal gucken, was davon wird. Eigentlich wollte ich da kleine Ballen von machen. Heftig. Riesenbrüder, müsst ihr alles beachten. Ja, ja. Werden wir noch genauso sehen. Genauso bei Bäumefällen. Selbe grün. Alles dazu in den nächsten Vlogs, denke ich. Wirklich krass. Ja, ich mache meinen Träger gleich klar. Ich will noch mal eben 1-2 Ballen holen für den LKW nachher. Das ist dann noch gleich flott von der Hand. Ist aber auch ein Anwesen, Alter, ey. Bin geräumt. Da ist die Fremdenkotter. Oh, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Was? Ja, ich hab schon geguckt, aber ich war wieder im Bronze. Dann geht mit dem Auto. Pass auf. Gucken Sie den Träger. Da ist er. Den Träger. Ja. Ja, ich war ja auch schon mal im Überlegen, ob ich den IAC jetzt wegschieße und dafür einen 60 PS Träger kaufe oder so. Am besten natürlich mit Allrad, das wäre natürlich schön. Ey. Vor allem da im Moor, da könntest du noch besser fahren. 60 PS ist ja so, dass er noch einigermaßen wendig ist, hat trotzdem ein bisschen Dampf und ein bisschen schwerer auf PS ist ja so, das aber ist ja nicht schlecht. Ich, weil der 2D ich muss jetzt nochmal, schreib's ja bitte in die Kommentare, Leute. So leicht ist. Das ist aber ein Familienhof oder ja, wie oder was? Auch nicht. Andererseits. Die IAC läuft gut vor der Presse, ne? Schätze mal. Behält 10, im Grunde frisst ja auch kein Brot, ist auch nicht teuer, was dir dann an Unterhalt und so kostet. Also, ja, weiß ich auch nicht. Das würde ich jetzt mal denken. Oder machst du das nebenbei? Spielst jetzt nicht mal. Mal schauen, nach und nach. Weil er so vorhin gesagt hat, nach Feierabend. Wie gesagt, wir holen jetzt noch ein paar Ballen nebenher für nachher. Dann wird das wohl nebenbei machen, oder? Wetter ist gut. Oder hinten diese HD-Ballen. Geht das jetzt irgendwie schon wieder alles Oh, Exe, da hätte ich eigentlich was für dich. Ist eigentlich zu nass. Wenn du mal wieder vorbeikommen möchtest. Ja. Dreschen. Auf dem Betrieb, wo ich immer bin. Den Drescher muss ich an jetzt. Die haben so eine kleine Ballenpresse, wo die so kleine HD-Ballen machen. Am besten noch heute. Und hinten einen Anhänger, da suchen die immer Leute, die drauf starten mit. Dass der gerne kommt, das soll nämlich da losgehen mit Dreschen. Bin ich dazu bereit? Gehen so 200-300 Ballen drauf. Ja, also ist gut, wo auf dem Köppel, los geht's. Ja. Also hier ist so ein Anhänger wie da hinten, weißt du? Ja, das ist doch nicht. Die Ballenpresse, die schmeißt die quasi dort rein und die müssen halt dort gestapelt werden, ordentlich auf dem Anhänger. Werdet ihr noch alles in dem Video sehen? Ja, Mann. So, hier nochmal eine schöne saubere Platte, zumindest ein Teil davon. Und jemand hat ja noch gefragt, warum hier immer so Wickelballen liegen und eine aufgeschnitten ist. Das sind die, die da hinten liegen. Die habe ich ja meinem Nachbarn geschenkt, weil die nicht so pralle sind. Die gibt da seinen Mutterkühen vor und was die fressen ist gut und was nicht, das kann oben Mist. Und ich habe nur mal ab und zu mal einen aufgeschnitten, um zu gucken, wie das da drin ist. So sieht das jetzt gar nicht mehr so verkehrt aus. Zu Anfang waren die natürlich noch relativ feucht, aber jetzt, wo die Luft hier so ein bisschen durchgegangen ist, im Riechen, riecht das auch gar nicht so verkehrt. Mhm. Mein Schön, hast du das gesehen, Tino? Jesus, scheiße, nicht nur fühlen, auch riechen. Das sieht schon anders aus. Den habe ich nur mal eben aufgestellt, um reinzugucken, wie der aussieht. Der holt ab und zu mal 2 Stück weg und gibt die seinen Kühen davor. Ja, wir bauen jetzt den Anhänger hin und holen noch mal eben ein paar Stück. Da liegen leider noch ein paar Stück im Mund. Finde ich aber cool, bevor es ja auf den Schutt hauen schenkt, ist es seinen Nachbarn. So pralle. Finde ich immer gut sowas. Da kann ich da nicht hin. Auf jeden Fall. Aber das ganze Moor, das liegt da überall noch voll. Alle, die ja gepresst haben, da liegen noch so viele Ballen. Ja, ist aber auch ein Riesengrundstück. Alter! Das kann ich nachher auch noch mal eben zeigen.
Bei uns ist nämlich im Ort hier der Bahnhof gesperrt, beziehungsweise da der Bahnübergang. Und jetzt müssen die hier alle über Wirtschaftswege. War schon mal gar nicht geil. Ist hier ist schon ein bisschen geflickt worden jetzt. Das hat mein Übernacht. Ach, das ist kacke. Ausgefahren und alles. Das ist hier schon alles in Dutt gefahren. Und da hinten da, die Wege, da können wir gleich nochmal gucken. Also bevor der ganze Verkehr hier war, da konnten wir so mit dem Träger mit 50 km/h darüber ballern. Da war kein einziges Schlagloch. Das ging so wunderbar. Und jetzt kannst du knapp mit dem Auto fahren. Oh, das ist rein zu kurz. Und dann sagen immer alle, die Träger machen die Wege kaputt, ne? Also ich bin immer noch der Meinung, die meisten Schienen kommen durch die Autos, weil die schmale Reifen haben. Die Träger haben ja relativ breite Reifen, da fährst du nicht ganz so viel mehr kaputt. Klar, wenn du in seinen Reifen fährst, dann kann das auch mal sein, dass da was überkommt. Definitiv. Wird. Ist so. Aber beim Schlackeweg passiert ja eigentlich nicht so viel, bin ich zumindest der Meinung. So. Aber ich kann da gleich nochmal eben hinfilmen. So, die beiden Anhänger. Oh, wie das da aussieht. Zurückgefahren, junge Frau, schön langsam, irgendwie schnipsen lassen. Und einer hat ja auch gefragt, machen wir gerade mal so ein bisschen Kommentar beantworten. Bisschen weiter. Und wo der neue Anhänger ist, den haben wir nämlich gerade hier hinter. Na, komm schon. Da hängt die Kette dazwischen. Den habe ich hier nämlich hinter. Erstmal den Plattwagen, 4,4 Tonner und dahinter unseren fast fertigen 5,7 Tonner. Da hole ich jetzt dann eben die Ballen mit. Geht eigentlich ganz gut, dass er keine Klappen dran hat. Da kann man die immer so mit der Sternseite hochlegen und oben mache ich noch drei drauf. So Plattformanhänger ist immer praktisch, finde ich. Wo so reine Plattform. Weil den kommst halt, ist noch nicht fest. Kommst halt rundherum schön dran. Ja, zeige ich. Definitiv. Jetzt kannst du halt auch schnell selber bauen, wenn du solche alten Anhänger hast. Hier die Ballen. Hier wegholen, dann sind endlich alle das sind aber einige. Wie gesagt, das ging die letzten Tage jetzt leider. Also, wir haben auch Ballen gepresst, da kommt ein Video-Exe. Ja. Bin ich mit der Ballenpresse unterwegs gewesen. Alter, frag nicht. Warum? Alle 20 Meter Ballen. Weil immer das Wetter nicht gepasst hat. Unnormal. Also so viel Ballen auf dem Feld habt ihr nicht gesehen. Meine jetzt noch und quasi beim Laden, hinter den Büschen liegen noch Rundballen, das sind nicht meine. Und da hinter den ganz hinten die Büsche, da liegt alles von den Ballen auch nicht meine. Und da hinten liegen auch noch ein paar Ballen, die nicht meine sind. Also ist hier überall gerade so ein bisschen das Problem, dass man die schlecht bergen kann. Ich versuche es heute nochmal. Schön ist es glaube ich noch nicht, aber nützt den nächsten paar, will ich jetzt wieder haben. Ich hoffe. Guck dir das an, 30 Schwamm, ey. Moor halt. ich muss mal gucken, ob ich die Anhänger ganz voll mache. Oder ob ich lieber eine Tour mehr fahre. Ich habe ein bisschen Angst bei der Einfahrt, dass ich da alles in Dutt fahre und dann noch irgendwie einen Anhänger über Kopf schmeiße oder so. Das wäre noch sehr nicht mehr haben. Wenn du Anhänger drüber willst. Ja, naja. So, Spanngurt runter. Oh, es geht aber auch schnell, ne? Weil kommt Plastik wie Sau dann, ne? Den Stiel da auch noch zu. Dann muss ich extra mal absteigen, die Deichsel hochhalten. Dann mache ich da eben mit zwei Händen. Und dann lade ich mal ein bisschen. Erste Tour geladen, mehr Ballen träume ich aber nicht. Ach ja. Machen. Vor allem auf dem ersten Anhänger nicht, weil er so schmale Reifen hat. Ansonsten mache ich immer noch zwei oben drauf auf dem Anhänger. Und auf dem Hänger habe ich ansonsten, das sind ja die von der zweiten Presse, die ich damals mitbestellt habe. Die sind 1,40 geworden, obwohl ich eigentlich gesagt habe 1,30. Deswegen passen die nicht so schön auf dem Anhänger, beziehungsweise passen besser. Die stehen ein bisschen über. sonst habe ich bei Yannicks Ballen, die sind genau 1,30. Also dieser Spanngurt ist aber auch legendär. Habe ich da 1, 2, 3. Und es sind aber noch ein bisschen Platz, dann konnte ich da noch einen hindrücken. Quasi auf dem Land geht da das. In die Lücke. Und dann konnte ich noch drei Ballen mit draufsetzen. Ladung ist doch gesichert. Habe ich insgesamt mit dem ganzen Zug habe ich 19 Ballen mitgekriegt. Und jetzt habe ich mich aber nicht getraut, beziehungsweise passt jetzt ja auch nicht, da oben noch drei Ballen drauf zu machen. 6, 12, 14 Ballen. Und Spanngurt dass die nicht zur Seite wegkippen können, dass die quasi wie so ein Dach da draufstehen und die ein bisschen halten. Ist sportlich, muss man sagen. Ich ein bisschen, dass ich hier. Ich bin gespannt, ob man sehen, wie er rauskommt bei der Einfahrt. Das hoffe ich auch. Ja, ist natürlich so eine Sache, wenn da irgendwo reinfährst, war es das. Ich bin echt froh, dass ich um 6,11 jetzt hin breite Reifen drauf habe. Definitiv. Wenn die Fuhre hinten kippt, dann kippt es. Ganz gut über. Man sieht ja hier, ist der schmale Anhänger. Ich habe den Anhänger vergessen. Durch die Narbe durchgedrückt, aber das sieht man doch schon doller. Da wird noch was lang. Klar, wo ich jetzt fahre. Klar, der Anhänger. Ach so, noch zwei hier vorne mitnehmen. Ja, aber ich denke mal, mit schmalen Reifen sieht das alles ganz anders hier aus. Das ist schon gut so. Wie gesagt, vorne will ich eigentlich auch noch Breite haben. Da fragen ja auch ganz viele nach, wann die kommen. Ja, wie gesagt, ich habe bis jetzt noch nichts geplant. Beziehungsweise noch kein Geld dafür über die. Tino, woran würdest du jetzt erkennen, dass die Gabel vorne gerade ist? Redestein werden. An dem Stab links. Das weiß er natürlich jetzt noch nicht. Ich könnte sonst ja gerne mal bei Bredisch. Die haben nämlich hier, Frontlader haben nämlich hier so einen Stab.
wo genau, du siehst, wie weit du die Gabel abgesenkt hast. Genau, das ist das. Da wollte er mich kurz mal hier. Nee. Bin ich gut. Papa kennt sich aus. Ja, ich habe schon mal Kunden jetzt besorgt. Die habe ich schon gesehen, aber allerdings für die schmalen Reifen. Ich bin begeistert. Da haben wir auch wieder gefragt. Ja, der ist ja schön. Da habe ich welche liegen. Konnte ich wieder überzeugen. Und ja, Auspuff von Hannes angebaut. Ja, ich hoffe, die Lärms bei Hannes da noch ein bisschen schwarzer. Schwarz. Wir wollen noch mal eben ein paar Heuballen wegbringen. Und zwar die, die wir hier auf dem Anhänger haben. Die schmeiße ich mal eben runter, 20 Stück. Bringen wir eben mit dem Pferdeanhänger weg. Da müssen die zumindest nicht mehr oben auf dem Boden. Und dann soll der normalerweise jetzt auch mal bald abgeladen werden. Eigentlich muss ich noch ein paar kleine Ballen machen, aber... Auch diese riesen Blumeninsel da in der Mitte, ne? Gucken, oder machen. Sträucherinsel. Ich stell die Kamera mal hier auf. Hm. Auch hier dieses Pflaster, Alter, das ist ja so richtig uraltes. Das ist schön. So Kopfsteinpflaster noch so richtig uraltes. Mhm. Finde ich geil, sowas gar nicht erst rauszuschneiden, könnte ich mal fest. Dann lass mal 20 runterhauen. Der Wohnwagen da hinten drin, der ist auch nicht schlecht. Ist das geil. Boing. So ist das, ne? Da liegt da halt auch mal ein bisschen Gerinsel rum. Ne? Da wird mal ein bisschen gekehrt. Ist einfach bloß runterwurzeln. Da hinten Menschen sind da, Junge. Da kannst du mal sehen, 20 Beine siehst du nicht unbedingt, ne? Nee, die siehst du nicht. Da ist schon echt was drauf auf so einem Anhänger. War nicht verkehrt gestapelt, muss man sagen. Hm. Arbeitsschutz geht alle an, ne? Beim Absteigen. Herrlich. Moin. Moin. Ich hab mal eine ganz freche Frage. Ja. Da kann ich mir mal deinen Wasserschlauch ausleihen. Ja. Ich bin gerade im Wald in so einem Matschloch hängen geblieben und jetzt schleife ich. Aber Tino, weil wir gerade sagen, Arbeitsschutz geht alle an. Wo ist jetzt der Fehler beim Absteigen? Na, man steigt nie vorwärts ab. Ich habe übrigens auch noch. Bist du bei der Fahrprüfung durchgefallen, wenn du vorwärts aus dem Traktor gehst? Genau so ist es. Oder LKW auch. Genau so ist es. Bist du wirklich bei der Fahrprüfung durchgefallen? Rückwärts wird runtergegangen. Der Prüfer an und sagt, ja, gut. Haben sich schon viele Knochen gebrochen, ne? Reifengrößen, die alle genau raufpassen. Definitiv. Reibt sich. Ich glaube, ich bin relativ schmal. Falls ich vorne irgendwann neue Reifen kriege, passen die völlig nicht mehr. Aber. Ja, wie gesagt, ich weiß ja nicht genau, wann ich neue Reifen kriege. Irgendwann ja, aber ansonsten können die da erstmal mit rüber. Aus Plastik sind die, auch original Fendt. Ich denke mal, dass die auf die Reifen, die ich jetzt habe, eigentlich raufpassen sollten. Ich habe es jetzt noch nicht ausgemessen, aber versuchen wir mal, die darauf zu legen. Genau, gucken wir das. Tolle Gocke! Ein paar Tage später, steht glücklicherweise wieder auf dem Hof. Die Flächen da, wo wir den 611 auch versenkt haben, die sind jetzt zum Glück alle abgemäht. Und eine andere Fläche war da auch noch, die ist auch runtergemäht. Ja, das hat Ruben jetzt gemacht, ein Kumpel von mir. Besten Dank nochmal, dass du eingesprungen bist, weil ich keine Zeit hatte. Der hat das dann eben einmal runtergefiedelt. Er sagte, die zweite Fläche ging auf jeden Fall besser als die erste, die war trockener. Ja, aber jetzt ist zumindest ab. Trockener ist er auf jeden Fall auch nicht geworden. Heute hat es nochmal wieder gegossen. Also, guckt dir das an. Die Prie steht drin. Katastrophe weiß ich auch nicht, kann man nicht sagen. Zumindest für den Mais ist gut, aber nicht schön. Sonst im Moment zum Fahren ist beschissen. Aber naja, ab ist das. Das ist schon mal wichtig. So. Jetzt wollen wir nochmal eben schnell Pflege und Wartung beim Frontlader machen und zwar eben einmal abschmieren. Die ganzen Bolzen hier einmal, der hat jetzt auch schon ein paar Stunden gemacht und soll jetzt auch noch ein paar Stunden machen. Deswegen kommt einmal Fett rein, also Quietschentour noch nicht, aber so weit soll es auch gar nicht erst kommen. Das mache ich mal eben einmal fertig und dann... Maschinenpflege, weiter. Auch wichtig. Ist wichtig. Ja, definitiv ja. Wichtig. Immer nach Gebrauch abschmieren. Das A und O. Die Fettpresse muss immer gut gefüllt sein und immer griffbereit. Ja, das stimmt. Meistens hast du noch einen Lappen dazu. Das fand ich bei der Ballenpresse, mit der wir unterwegs waren von Krone, fand ich das ganz praktisch. Die haben zentrale Schmierpunkte gehabt, wo quasi alle Schmiernippel gesammelt sind. Ja. Da musst du nicht an der Maschine alle Schmiernippel zusammensuchen und musst quasi, vergisst eventuell ja auch was, ne, sondern du hast halt so Schmierblöcke und da hast halt 8 Nippel. Und da kannst du halt direkt alles abschmieren. Das finde ich schön gemacht. Also, weißt du?
Es ist einfacher gemacht, ne? Weil wie ja. du es gerade erklärt hast, du musst halt nicht rumsuchen. Ne? Weil gut, man weiß, alles, was sich bewegt, bewegende Teile, ne? Gelenke einfach dran abzuschmieren. Ja. Aber trotzdem kannst du ja immer mal vorgucken, was du vergisst. Deswegen mache ich hier, glaube ich, mal einen Cut. Ich habe zwei Farmvlogs jetzt quasi in einer Woche gefilmt. Muss ich mal gucken, wie ich das entschneide. Deswegen sage ich schon mal besten Dank fürs Zusehen. Guckt gerne auf Instagram einmal vorbei. Kuxland-Agrarvideos. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Farmvlog wieder. Bis dahin, seht zu. Seht zu. Ja, ach, sehr cool. Ah, ich höre ihm gerne zu, muss ich sagen. Ist so ein entspannter Teilnehmer. Ist weißt ein du, sympathischer ja. Typ, muss man ganz sagen. Kannst einfach so entspannt zuhören, kannst halt so. Ist halt ganz entspannt, also muss man echt sagen. Ja. Sehr, sehr cool. In diesem Sinne. Sind wir aber auch erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Bis dahin. Tschüss und ciao. Ciao.